Jo, Leute, ich habe gerade gesehen, dass sich die Folge natürlich gesplittet hat, wie schon kurz angedeutet, dass es eventuell passieren kann. Ja, deswegen habe ich noch kurz Pause gedrückt und machen wir weiter. Wir haben gerade hier Kübelsteckkombi geguckt und dann haben wir gerade so einen Kopfgeldjäger hier gefunden. Schneiden ihn jetzt erstmal kurz ab. Stuckt aber ganz schön viel. Finde ich aber auch nicht schlecht. Hä, ja, das war's? Ach, das war dieses Ding, das war irgendein anderer Random Dude. Ich dachte, das war jetzt mein Hauptziel. Also mein Hauptziel von diesem Kübelstein. So. Dankeschön. Jetzt gucken wir noch mal, was es hier noch so gibt. Irgendwelche roten Zonen, was auch immer das ist. Raumschlacht. Ganz ein Kack-Flugzeug. Ah, dann kämpfen wir mit. Wieder eine Seite für sie gegen die andere in den Sieg und Steinchenbonus. Jedi. Galaktische Republik Separatisten. Sie versuchen zu flüchten. Haltet sie auf! Mach dich bereit für deine Vernichtung. Oh, der hat gesessen. Der hat auch gesessen. Der hat auch gesessen. Hat vielleicht nicht gerade das beste Schiff dafür. Aber mit dem Ding schafft man das auch. Sieht der ganze aus wie Enix, das Sternenjäger, ey. Sie, also sieht immer so aus. Irgendwie, finde ich. Der letzte, ne? Hier mal mit. Das war's? Okay. Ich will mal sehen, wie nah ich eigentlich ranfliegen kann. Echt mal interessieren. Das glaube ich, das in der ersten Folge schon mal ausgetestet hatte. Hier auch übrigens 100 Speed. Ah, okay. Irgendwann ist man so nah, dass er automatisch umdrehst. So, anscheinend der Mond von Coruscant. Weil Coruscant viel Mond hat. Ey, ich wollte X halten, damit ich da hin kann. Ist nicht passiert, ey. Alter, ich konnte gerade noch X drücken, ey. Das war jetzt ein bisschen Schwachsinn, muss ich sagen. Ah ja, gut, das ist jetzt auch nicht so geplant, dass so ein Idioten wie mich das ja da so hindöst, ne? So, Ladebildschirm. Unser guter Ladebildschirm. Wo ich wieder selbst hin und her fliegen kann ein bisschen. Sieh an, Senator Palpatine persönlich begrüßt uns. Lasst uns rasch die Situation auf Naboo schildern, damit mein Volk endlich gerettet werden kann. Seid gegrüßt, Eure Majestät. Meister Jedi. Hier angehoppelt kommt. Oh, jetzt habe ich die Königin Amidala höchstpersönlich. Was kann die? Ja, die kann nur boxen. Ja, klatschen kann sie. Ja, ein bisschen boxen kann sie auch. Oha. Doppelsprung und Pirouette. Also die Figur sieht absolut scheiße aus. Ach, das sind diese Flugzeugdinger, ne? Heißt eigentlich, wenn ich jetzt hier Mikroschiffe auswähle, aber ich habe drei Sternschiffe. Wieso drei? Ich habe ja...
Genau, das königliche Stern. Ach, Naboo, Stern, die ich noch bekomme. Weil ich wahrscheinlich noch in einer Mission bin, ne? Ja. Okay. So, wir werden jetzt noch mal kurz ein bisschen hier machen, aber auch nicht allzu lange. Das heißt maximal 10 Minuten, denke ich. Ja, machen einfach die Geschichte gleich weiter, weil können die immer noch gleich gucken. Es ist eine Freude, euch lebendig zu sehen, Euer Majestät. Die Nachrichtensperre der Föderation hat uns sehr beunruhigt. Darum bin ich begierig, von der Situation auf Naboo zu erfahren. Eure Hoheit, würdet ihr mich bitte zum Senat begleiten, um die Angelegenheit weiter zu besprechen? Sieht doch schon aus wie böse, oder? So ein bisschen. Der oberste Kanzler Valorum hat eine Sondersitzung des Senats einberufen. Kolos scheint gar nicht so groß zu sein. Was ist das? Er hat nur wenig wirkliche Macht und es ist unwahrscheinlich, dass sich der Senat gegen die Invasion stellt. Es wäre das Beste, wenn Ihre Majestät auf die Wahl eines neuen obersten Kanzlers drängte, der die Kontrolle übernehmen und uns Gerechtigkeit verschaffen kann. Jetzt steht ihr doch hier. Das ist klar, ich konnte ihn nicht holen. Das. Das ist hier die Tempel. Oder was? Ja, dann muss. Ja, dann muss. Oh. Das soll hier die Tempel sein. Ja? Das soll hier die Tempel sein. Interessant. Da hier zwei Schiffe stehen, siehst du? Ich würde nur sagen, ja, so Tommy, ja. Das hier, die News oder was? 705, ich weiß nicht, was das heißen soll. Muss ich ehrlich sagen. Da hinten ist wieder ein Taxi. Taxi! Ah, wir sind da. Diese Transporter bringen uns zum Senatsgebäude. Wenn ihr bereit seid, kommt in mein Büro und wir gehen zusammen zu der Sitzung. Bis dahin. Ah, jetzt kannst du erstmal einen richtigen Taxi benutzen. Wieso sieht der mir ein bisschen sehr nach Cat Bane aus? Also der sieht mir wirklich sehr nach Cat Bane aus. Leute, stimmt ab. Cat Bane oder nicht Cat Bane? Fehlt der Hut, ne? Aber sonst? Machen wir einfach der Geschichte einen Strich durch die Rechnung. Was ist das hier? Nix, okay. Ich dachte, der Soße bedeutet irgendwas, aber anscheinend ist das nur wirres, unnötiges Gelumpe. Ist das Mühe oder kann das weg? ist das Mühe oder kann das weg? Ja, wahrscheinlich. Ist das Kunst oder kann das weg? Als kommt da Wind raus oder Luft halt, ernsthaft? So, jetzt ein Timing, Alter. Rüber, 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 rüber! Oh, das war knapp. Daher kann ich. Ach, soll ich jetzt wieder runter? Okay, ich soll hier runterspringen anscheinend. Also kann ich nicht nach unten springen oder sowas.
Boah, hab ich grad Angst, ich krieg den. Hier rum. Ja, jetzt kann ich gar nichts machen. Oder was? Jetzt brauche ich hier Jar Jar, ernsthaft? Jetzt sag nicht, ich brauche Jar Jar, ey. Oh, ernsthaft? Um mich da hoch zu sein, wisst ihr? Boah, das war jetzt komplett useless, ey. Ist das kaputt? Willst du denn jetzt hier sammeln? Früher haben meine Freundinnen und ich uns oft einen Spaß daraus gemacht, zu solchen Schächten zu klettern. Ach, die... Ja, die guten Zeiten. Wie sieht denn aus? Also, er sieht doch gleich aus. Ja, dieser Cat, so ein Cat Bane hier. Ich laufe jetzt einmal schnell durchlaufen, überall mal durch. 1 und 8, was man so kaputt gemacht hat. Und guck mal, was es überall gibt hier. Ich hoffe, dass es hier nicht zu viel gibt. Ich habe wohl aber gehört, wo ich mich erstmal über das Spiel so erkundigt hatte, dass Coruscant wohl nicht so groß sein soll. Vielleicht, weil alles, also so im Vergleich darauf, dass alles nicht so groß ist. Was ist das denn? Also wenn das hier nichts zu bedeuten hat, dann weiß ich auch nicht. Aha, siehst du? Ist ja nicht blöd. Na klar, dass die draußen aus ist. Ah, ja, die gucken dazu. Draußen muss ich das jetzt reinpacken. Da hinten. Das finde ich aber gut, dass die sie ab und zu mal anzeigen, so wo du auch hin musst. Also wo du es reinstecken musst. Tada! So etwas habe ich nicht mehr Patnus gesehen, Penthouse. Seit ich ein Junge. Hat man ein eigenes Penthouse? Aber wie war das nochmal? Ich habe das glaube ich auch ein bisschen vergessen. Sie ist ja auch Padma Amidala, glaube ich. Ne? Und die andere ist der Königin Amidala. Ist das also die Tochter oder so? Oder wie war das? Und die gibt sich nur als Dienerin aus oder wie war das? Also ich muss ehrlich sagen, sorry. Vielleicht enttäusche ich da ein bisschen. Padmas Wohnung, ha? Aber das war leider echt nicht mehr. Ist eine Frau? Ja. Warum sind hier zwei Frauen in Padmes Wohnung? Weil das ihre Wohnung ist. Und warum können wir da eher einfach so reingehen? Was hat das hier? Aha! Aha! Da haben wir es wieder, siehst du? Da haben wir es wieder. Dein Gauner. Erfahrung zahlt sich irgendwann aus. Hier ist es definitiv so. Waren wir schon? Nee, waren wir noch nicht. Ist nur auch ein Taxi. Ja, haben wir jetzt auch gerade nichts zum kaputt machen. Das kann man kaputt machen. Das kann man kaputt machen. Da gucken wir gleich nochmal nach. Das kann man noch kaputt machen. Hier ist irgendwie so ein Punkt, als ob hier einer blabern will. Du, willst du labern? Ich wünschte, ich könnte in den Jedi. Hausmann-Tetrigel. Ich höre, da tragen alle Bademäntel. Hausmann-Tetrigel. Eine einzige große Pyjama-Party. Ja, okay, gut, lass mal sein.
Der hat einen geraucht. Großartig! Wieder ausgesperrt! Nun, zum Glück habe ich eine Ersatzfernbedienung. Ausgesperrter Ladenbesitzer. Also gut, das hat nicht funktioniert. Wenn das so weitergeht, verkaufe ich heute. Da hinten wird mir was angezeigt. Das würde mich noch mal interessieren, was das ist. 6 von 8, schon das erwartet? Oh, ich hab grad. Ja, da ist richtig hingeschraubt. Ja, 7 von 8. Wird das da 8 von 8 sein, dann haben wir alle. Das habe ich nicht mehr gesehen, seit ich ein Junge war. So, jetzt bauen wir uns mal hier was zurecht. Muss mal kurz überlegen, wo ich das hinbaue. Wie ich das baue. Oh, schon das Gold, jetzt werden wir da nicht weiterkommen. Da anscheinend irgendwie wieder den Dauerfeuer drauf machen müssen oder so. Oder ja, ich glaube, das war das. So. Hier sind sogar auch noch zwei Kisten. Also für den Punkt her würde es halt sogar reichen, ne? Um da hochzukommen. So. Ah, jetzt müsstest du hier. Ja. Würdest du das nämlich anmachen? Und dann würde anscheinend der Lani aufgehen. Oha! Maus bekommen. Ja, hier kann ich halt leider wirklich nichts machen. Na, wie es halt so ist. War mir aber schon klar. So, wir gucken mal. Wir haben jetzt schon einiges in der Karte erkundet, oder? Ja, ein bisschen was. Ich würde sagen, wir laufen jetzt hier noch ein paar Minuten rum. Und wenn wir jetzt doch irgendwie was finden sollten, wo wir sagen, das machen wir oder würden wir gerne machen, aber es ist zu zeitaufwendig, dann würde ich sagen, da lassen wir es denn und setzen dann danach mal wieder da an und machen dann danach da weiter. Ja. Nächsten Folge. So, hier ist noch was. Irgendwas, was nicht so schnell geht, sollte man sehen, ne? Weiß das schon? Ja. Faszinierend. Ja, das ist Coruscant, das ist ein ganz neuer Bereich. Hier wird es bestimmt auch Nemesis und so alles geben. Siehst du, Mos Eis, wie ist das, Esper? Wollte ich eigentlich auch noch eine Mission machen, das habe ich jetzt voll vergessen. Oh, was sind hier drin, ey? Ach du Scheiße. Hier kannst du wieder so eine Batterie oder sowas finden. Alter, das ist groß, ey. Echt groß. So viel zum Thema, dass die Scheiße so klein sein. Das sind noch die ganzen einzelnen Räume, in die du rein kannst. So. Also ich finde das alles sehr gut gemacht. Sehr gut.
kaufen. Ah, okay. Musst du den jetzt für 200.000 kaufen? Ich hätte es nicht machen sollen, von dem Fakt, dass wir erst 600, also Anführungszeichen, erst 670.000 hatten. Und der dafür ein bisschen teuer war. Wir vielleicht erst auf die Steinchen mal 2 hätten warten sollen. Aber jetzt waren wir dabei, jetzt haben wir das Geld und holen die uns jetzt auch einfach. Sag ich jetzt einfach so. So. Da ging es los. Was hast du zu sagen? Vorstellbar. Aber vor tausenden von Jahren wäre die Oberfläche von Korussand kalt. Ja, gut. Erzählt sein Friseur, Junge. Hä, wer hat denn hier was zu labern? Keiner oder was? Sind dann so. Was hier was mit Lava? Sicher, eine Tasse Rindentee auf der obersten Ebene kostet ungefähr so viel wie ein Haus auf der untersten Ebene. Aber die sind wortwörtlich. Gut. Oh, ein bisschen überschrieben kann ich auch die Dialoge, weil. Und es ist manchmal ein bisschen zu. Ja, das ist schon. Zu intens. Das kann ich gebrauchen, aber wo war das? Ah, hier gleich gegenüber. Wunderbar, siehst du? Liebes, wenn dein Plan funktioniert. Gesehen, seit ich ein Junge bin. Jetzt mal ein bisschen wie der Obi-Wan. Qui-Gon-Jin geht mir langsam ein bisschen auf die Nerven. Ja, das. Weiß nicht, ob das nicht auch so geht, aber mir geht es gerade definitiv so. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch in den nächsten Folgen, wenn es geht, eher einen Obi-Wan nehmen. Ein Qui-Gon-Jin ist eh nicht mehr so lange da. Deswegen darf ich mir zu dem ein bisschen, aber. Ja. Naja. Auf Cat Bane drauf. Stirb Cat Bane. Ich sag euch, wenn es Cat Bane geben sollte, wird es safe so aussehen. Einfach ein anderes Outfit anhaben. So. Gehen wir nochmal schnell hier lang. Was war hier nochmal? Hä? Unter mir. Ich weiß gar nicht, wo das sein soll. Sorry. Nee, es sollte nicht. Nach oben kann man auch noch gehen, ey. Krieg ich, glaube ich, sonst einen kleinen Schaden. Was ist das denn hier? Unten noch ein Bereich, links noch ein Bereich. Senatsplatz. Ach, der fährt mich hier und hier überall hin, oder wie? Ah, interessant. Laufen wir nochmal hier hin. Warte mal, warum? Ach, hier war noch nicht. Ich hab den gesprochen. An den Kristall ranzukommen, bin ich beeindruckt. Das hat noch keiner Ja.
würde ich mal sagen, geh beiseite. Hat geklappt. Pass auf, das krieg ich hin. Scheiße, ich brauch doch Kisten. Klappt das jetzt nicht? Es geht. Hier gibt irgendwie Scheißdinger. Oh, ich dachte, kann ich rot runter. Was haben wir denn da? So, haben wir das auch geschafft? Bin der nicht vom Spiegeltisch gefallen, ne? Ist das gebrauchen? Meine Fresse! Jetzt hier hoch. Alter, jetzt muss ich kurz noch mal gucken, wie man das macht hier. So unzivilisiert. Einfach nur ein bisschen anderer Rhythmus. Tada! Wie geht das jetzt hier rum? Hier ist ein Zehner, hier ist ein Zehner, hier ist ein Zehner! Ein Zehner! Wichtig und richtig.
Wichtig und richtig. Aber mich interessiert jetzt gerade mal, ob hier hinten auf der anderen Seite, weil da war auch noch so eine Leiste, sag ich mal. Du hier lang laufen konntest. Hier ist noch ein Tausender. Der hätte mich fast übersehen. Also kannst da oben auch lang laufen, aber nicht so. Okay. Ja, das war alles verloren, was ich gerade eingesammelt habe. War ich hier schon drinne, Leute? War ich hier gerade schon drinne? Ja, war ich schon. So. Laufen wir nochmal nach links. Sache ist, es spielt sich anscheinend auch viel auf der oberen Etage ab. Ich sehe nur, dass es nur eine obere Etage gibt. Oder einiges spielt sich auf jeden Fall abspielen. Du kommst wahrscheinlich auf die obere Etage einfach nur. Ja. Überlege ich gerade, was die Kiste da mir sagen will. Das ist eine Kiste, die da hinten ist. Dass ich da hoch kann. Ja, mit Schrottsammlerzeug. Das juckt mich dann doch nicht. So. Ist nichts mehr. Oben ist noch ein blauer, den wir auch irgendwie kriegen müssen. Hier sind sogar Kisten, ich weiß es nicht. Bist du entspannt hier Eis, ey. Scheiß Drecks Eis. Wie entzückend. Tada. Stimmgabe. Hm. 80 habe ich halt einfach schon 80 Stück. Aber wenn sie sich überlegt, ich habe 80, das ist eigentlich schon viel. Von hier aus 1166 bestand einfach. Ist echt, echt weiter weg. Und das ist echt heftig. Wie gesagt, ich finde an sich immer gut so alles, aber. Manchmal muss man vielleicht auch mal an andere positive Dinge investieren, sag ich mal. So, aber den nächsten Plan. Die sind irgendwie alle so relativ einfach zu kriegen gerade. Das habe ich nicht mehr gesehen, seit ich ein Junge. Aber Leute, ich werde jetzt an dieser Stelle einen Cut setzen, einfach dadurch. An dieser Stelle jetzt einfach hier einen Cut setzen. Da komme ich eh nicht dran. Weil sonst wird es auch ganz so auch ein bisschen zu lang und auch für mich immer zu lang. Ich meine, guck mal, wir haben jetzt hier.
Ganz Coruscant fast erkundet. Hier oben ist noch ein bisschen was. Kann mal schnell hier hochlaufen, aber wenn hier was ist, werde ich hier nichts mehr wirklich machen. Weil, wie gesagt, es wird dann auch für mich ein bisschen viel. Und ja, es ist dann vielleicht auch ein bisschen unnötig. Ja, deswegen werde ich jetzt auch bei diesem Heini einen Cut setzen. Der da war dann schon ein Protokoll drin, das war der letzte, den ich angesprochen habe. Und ja, wie gesagt, das ist alles ein bisschen schwierig. Oh, das ist noch ein Dauer. Okay, gut, ich laufe hier nochmal nebenbei, während ich rede, nochmal schnell rum. Weil dann kann ich vielleicht nochmal ein bisschen so viel wie es geht aufdecken. Ist nämlich auch schon weiter anscheinend noch. Komme ich aber auch nicht rein. Hier unten. Oh! Alter, wie ich erschrocken. Fuck. Das habe ich jetzt nicht gerechnet. Das wollte ich gar nicht. Ja, ein goldenes Tor hier. Wo bin ich hier schon wieder? Ich wollte hier gar nicht mehr lange, ey. Oh. Die Codekarte hat sich mal wieder gelohnt. Hat sich doch mal wieder gelohnt, bis weiter zu machen. Man kennt ihn einfach. Muss ich jetzt sogar zurück wieder zurücklaufen anscheinend. Was natürlich ein bisschen blöd ist. Aber wir haben eine Codekarte und die ganze Maps ist aufgedeckt. Gut, dann machen wir das noch schnell, dieses Stück hier. Nur weil ihr seid. Und dann. Setzen aber wirklich den Cut an. Machen wir nämlich danach mit der Story nächstes Mal weiter. Haben wir erstmal einen kleinen sauberen Cut wieder. Wenn das jetzt nicht gleich wieder aufhört, die Aufnahme. Ich glaube, wir sind doch länger aufgenommen als wieder ursprünglich geplant. Ja, aber es wird schon. So, geht es jetzt lang? Hier geht es so lang. Da hoch geht's noch. Ja, hier ist aber auch gar nichts. Ist rein gar nichts, was irgendwie einen interessieren könnte, finde ich. Jedenfalls bisher hier nicht. Irgendwie ein Auftrag hier. Es ist schrecklich. Welcher gemeine Schuft klaut denn ein Lufttaxi? Wie sollen die braven Bürger von Coruscant jetzt in der Stadt herumkommen? Vielleicht mit andere Taxis? Ja, das könnte man wohl machen. Aber Taxis zu stehlen, ist so trotzdem Idiot. Nicht in Ordnung. Bin so Idiot, bitte, ne? Helft mir, meines wiederzufinden. Euer Edelmut ehrt euch. Tausend Dank. Ich. Ja, und check. Luminara und Uli kann ich also kriegen, aha. Jedi Meisterin und Luminara und Dodi. Fixieren wir natürlich nochmal gleich. Ich war noch nie tiefer als im Bezirk Uskru. Ja, okay. Heutzutage darf wohl jeder einen Lufthack. Sorry, wenn ich ein bisschen überspringe gerade, nur weil ich mich auch gerade einiges einfach nicht gejuckt. Sei es so wie es ist. Also kurz gelassen, damit, also ganz kurz gelassen, damit ihr das wenigstens kurz lesen könnt, aber
Da unten soll ich hin. Naja gut, aber jetzt sind wir einmal rum. Ich werde jetzt an der Stelle hier einen Cut setzen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es ein wenig ertragbar war, das Ganze, und nicht allzu schlimm. Und ja, das halt, wie gesagt, es wird auch unregelmäßige Folgen geben. Und das ist halt nun mal leider so, dass ich das auch in keinem professionellen Maße durchführen kann. Aber es ist halt einfach so, wie es ist. Und ich mache das halt auch hier nicht, weil ich jetzt gleich Hunderttausende von Zuschauern oder von Abonnenten haben wir dann leider gleich reich sein will. Ah, das ja. Passiert natürlich morgen gleich, ja, sowieso. Nee, sondern das ist alles so ein bisschen, man macht es halt auch Spaß, so ein bisschen nebenbei, und geht es halt auch einfach erstmal so aus Jux und Tollerei hoch, und von daher ist es halt alles sowieso mir erstmal noch ein bisschen egal, sage ich mal, das Professionelle so, ne? Deswegen nicht zu ernst nehmen, das Ganze. Und ja. Ah, er ist hier nur der. Ich dachte schon, da war gerade noch ein anderer, aber wenn er ist, dann weiß ich da Bescheid. Nee, wie gesagt, wir werden jetzt dann nächstes Mal der Story weitermachen. Ich denke, wir werden nächstes Mal erstmal noch nach der Luminara suchen nochmal. Damit wir die gleich als Charakter kriegen. Also diese Sidequests gleich machen. Ist ja eigentlich noch einer zum Quatschen, oder ist jetzt weg? Ja, ist immer noch weg. Keine Ahnung, warum es irgendwie gezeigt wird. Wir werden dann auch dieses Hide-Quest da machen. Die Luminara da finden und kriegen. Wenn wir die kriegen. Und ja. Danach, wie gesagt, Story weiter. Weil ich freue mich schon aufs Ende, weil wir haben ja vorhin schon den Kampf gesehen mit dem Sith, in dem wir gekämpft haben. Es war der Sith-Attentäter. Darth Maul, für die, die es nicht wissen sollten. Warum immer, dass ihr nicht wissen solltet, der zuschaut. Warte mal, habe ich Jar Jar mit? Ne, habe ich nicht mit. Und, ja. Der wird auf jeden Fall, nochmal die eine oder andere geile Szene. Ja. Der wird auf jeden Fall nochmal die ein oder andere geile Szene mit sich bringen. Finde ich persönlich. Und hinter dem Gebäude, der da gerade gesagt. Das war klasse, Boss. Wohin wollen wir als nächstes? Uns steht die ganze Welt offen. Was willst du denn? Wenn du mit diesem total krassen und garantiert nicht gestohlenen Luxustaxi fahren. Wir machen es einfach mal. Klasse, dann sind wir im Geschäft. Und unser Geschäft ist es, Leute fertig zu machen, aha, die mehr Geld als Verstand haben. Los, Jungs! Was war das jetzt? Er legt ihn zurück. Okay, ich wollte eigentlich kurz aufhören, aber das ist nochmal kurz spannend, die Mission. Machen wir es mit Luminara anscheinend live. Alter, hier werde ich schon eine Macht beeinflusst. Ja, hier, gib ein paar. Ich hab ein paar Kombos. Vielleicht hat der Anakin recht mit den Jedi. Was ist hier los? Ist das etwa? Nö. Moin. Mein Taxi! Ja. Ich bringe das besser zurück in die Garage, bevor der Chef merkt. Das ist. Okay, welchen Charakter? Ausmacht, bin ich da mal.
mal weg jede Menge Schotter verdienen. Ja. Ja, bin wieder auch nur so gekommen jetzt, okay. Ich dachte, das wird jetzt irgendwie spannender, dass da irgendwie sie nochmal kommt oder so. Es ist irgendwie, weiß nicht, sie vielleicht irgendwie zu schlimm für ein Jedi-Einsatz oder irgendwie so, weißt du? Oder dass irgendwie nochmal so in der Richtung kommt, aber. Nö. Gar nichts einfach. Einfach gar nichts. Ich will nochmal den kurz hier quatschen. Es ist immer etwas okay. Ich juck mich jetzt auch nicht. Ne, dann werden wir jedenfalls nächstes Mal wieder Story auf jeden Fall weitermachen. Und jetzt kommen wir wirklich zum Ende der Folge. Deswegen danke fürs Zusehen. Und wie gesagt, nicht zu ernst nehmen mit den ganzen Folgen. Es wird immer mal hier und da mal eine kommen. Bisschen auch zeitlich unterschiedlich. Ich würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.